Liebe Mitchristen, hier in der Kirche oder auch daheim vor den Bildschirmen. Glauben Sie an das Christkind? Die kleinen Kinder unter uns werden sagen, selbstverständlich glaube ich an das Christkind. Die Erwachsenen denken zurück, wie sie als Kinder Weihnachten erlebt haben, wie sie gestaunt haben beim Anblick des Christbaums, wie ihre Augen geleuchtet haben wegen des Christkindes, das sie reich beschenkt hat, wie sie gespürt haben, ich bin geliebt, es ist gut, dass ich da bin, ich habe ein Zuhause. Wenn kleine Kinder an Weihnachten Geschenke auspacken, da ist da Neugierde, Spannung, Freude und Dankbarkeit. Wenn man das genau beobachtet, sieht man da einen riesigen Unterschied. Die Kinder reißen die Geschenke auf, schmeißen das Papier in die Ecke und die Erwachsenen machen das ganz langsam, denken sich schon vorher, was wird da wohl drin sein? Hoffentlich nicht mehr, als ich schenke. Denn am Ende wollen wir ja wieder quitt sein. Das heißt aber in letzter Konsequenz, dass wir uns nichts schenken lassen können, dass wir auch nichts mehr geschenkt bekommen wollen. Vielleicht sagt Jesus deswegen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn ihr nicht wieder lernt, euch beschenken zu lassen, und zwar so groß, dass ihr von vornherein wisst, das könnt ihr nie zurückgeben, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich gelangen. Denn der Himmel ist Geschenk. Gnade. Wenn Kinder dann älter werden, verändert sich auch Weihnachten. Das Christkind wird zur Illusion aus Kindertagen. Weihnachten verliert etwas von seinem Glanz und Zauber. Das Fest wird von der Gabe mehr und mehr zur Aufgabe, die einen mitunter ganz schön unter Druck setzen kann. Was wird nicht alles getan, damit Weihnachten wenigstens für die Kinder und damit für die Familie seinen Glanz behält? Ich möchte das auch nicht schlecht machen, aber ich glaube, dass es noch lange nicht alles ist. Es gibt das Weihnachten, das von Menschen gemacht ist. Und es gibt das Weihnachten, das von Gott gemacht ist. Ja, ich glaube an dieses Weihnachten von Gott. An ein Weihnachten ohne Illusion. An ein Weihnachten, das mehr ist als ein schöner Traum. Ein Gefühl, eine Stimmung, ein Märchen. Ist nicht unser tiefstes Problem das, dass wir das Christkind als Illusion ad acta gelegt haben? Und mit dem Christkind auch einen Gott, der nahe ist. Einen Gott, der uns liebt. Einen Gott, der Leben und Licht ist, einen Gott, dessen Wunsch es ist, dass wir sind und der alles gibt, um ganz bei uns zu sein. Liebe Mitchristen, Weihnachten bekommt wieder Glanz, wo wir an das wahre Christkind glauben, an das Christkind,
in dem sich der große Gott mit den Händen eines kleinen Babys nach uns ausstreckt. An das Christkind, in dem Gott sich an uns schmiegen will und spüren lassen will, dass wir wertvoll und kostbar sind. So wie wir sind, trotz aller Verletzungen, Brüche und Grenzen. Der Stall von Bethlehem ist alles andere als eine heile Welt. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Gott will hinein, dort, wo unser Leben nicht heil ist. Unser Glaube wurde und wird immer wieder enttäuscht und geprüft durch das Dunkel dieser Welt, durch die Erfahrung menschlicher Schwäche, Zerbrechlichkeit und Armseligkeit, auch menschlicher Herzenskälte. Wird nicht das gerade im Weihnachtsevangelium deutlich? Dass Gott in eine kalte Welt, in eine harte Welt hineinkommt, in eine dunkle Welt, in eine armselige und doch kommt, da ist, offen ist, uns erwartet. Viele trifft dieses Dunkel so sehr, dass sie Angst haben, an einen Gott zu glauben. Weil ja am Ende doch wieder alles als eine Illusion zerplatzen könnte wie eine Seifenblase. Dann glaube ich vorsichtshalber mal nichts. Dann werde ich auch nicht enttäuscht. Ich flüchte mich in eine Vernünftigkeit, in eine Rationalität, die mich aber im Letzten auch nicht trägt. Gott als zerbrechliches Menschenkind in der Armut des Stalles, Gott mitten in unserer Welt, wie sie ist, leuchtet als Licht in der Finsternis. Dieser Gott ist keine Illusion, sondern Offenbarung des wahren Gottes, der um jedes seiner Kinder weiß. Keines ist ihm egal. Jedes liebt er von Ewigkeit her und jedem will er sich schenken. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Es liegt an uns, ihn aufzunehmen, den Glauben an das Christkind neu zu wagen. Trauen wir der Botschaft von Weihnachten. Wagen wir diesen Glauben, den Glauben an ein Kind, das Gott ist, das wirklich vom Himmel kommt. Den Glauben an ein Kind in der Krippe, das uns eine Liebe und einen Frieden schenken kann, den es so nur bei ihm gibt. Wo wir diesen Glauben wagen, wird es anders. Wird Weihnachten anders? Wird Weihnachten Geschenk? Dann bekommt Weihnachten seinen Glanz zurück und wir können staunen und strahlen, genauso wie früher.
vielleicht noch viel mehr.